Servus Leute, hier spricht Onkel Wolf vom Zockersofa-Team. Es ist so, ich will jetzt euch eine kleine Information zukommen lassen, welches das Zockersofa betrifft. Es ist so, ihr habt die letzten 2-3 Monate nur Videos von mir gesehen, also die Longplays, die, lass mich überlegen, ich glaube 8 oder so waren es, ich weiß jetzt nicht genau. Es ist so, ich weiß nicht genau, wie es mit meinen Kollegen aussieht. Ich habe versucht, mich mit ihnen zu verbinden. Oder besser gesagt, habe ich versucht, mich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Es hat mir keiner geantwortet. Sie laden auch nichts mehr hoch. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe versucht, das Zockersofa aufrechtzuerhalten, aber ganz allein schaffe ich es leider nicht. Denn ich habe auch noch andere Kanäle. Zum Beispiel mein Hauptkanal The Uncle Wolf, wie ich ja schon erwähnt habe. Ich werde es jetzt so machen, ich werde am Zockersofa vorübergehend nichts mehr hochladen. Das hat einfach damit zu tun, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe. Und ja, die Longplays, die... ja, dafür brauche ich nun mal Zeit. Die gelingen leider nicht immer. Denn ich sitze jetzt schon seit einiger Zeit an einem Rosenkreuzstelle der Freudenstachel Longplay und ich schaffe es einfach nicht, weil ich jedes Mal sterbe. Es ist jetzt, also ihr merkt, dass das mich einigermaßen mitnimmt, von wegen Zockersofa und so. Wie sieht es jetzt aus mit der aktuellen Situation? Nochmal, auf dem Zockersofa wird vorübergehend nichts mehr hochgeladen. Falls euch noch Promoting-Aktionen und so weiter interessieren oder die Let's Plays, dann könnt ihr auf meinen Hauptkanal gehen, The Uncle Wolf. Dort könnt ihr mich ja kostenlos abonnieren. Ich mache da immer wieder weiter wie bisher. Und ja, so ein bisschen Werbeaktion mache ich ja auch hin und wieder. Die Longplays werden auf Play Longplay hochgeladen, auch ein Kanal von mir. Den habe ich jetzt gemacht, damit ich dort die Longplays hochladen kann und dass die nicht einfach so verschwinden. Das Castlevania Let's Play wird natürlich dann auch irgendwann mal bei mir wieder gezeigt werden. Und ja, ich werde die beiden Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass das mit dem Zockersofa jetzt zu enden muss. Es tut mir auch leid für die ganzen Leute, die das Zockersofa abonniert haben und sich mehr vorgestellt haben. Wie gesagt, ich habe versucht, das Zockersofa aufrechtzuerhalten, aber ganz alleine schaffe ich es leider nicht. Denn ich habe insgesamt 4 Kanäle. Einer, also mein Hauptkanal, The Uncle Wolf, ein Sicherheitskanal, ein Kanal, wo ich Serien hochlade und den Play Long Play Kanal. Für die Longplays. Und ja, und das Zockersofa auch noch. Also da ist einiges zu tun und da wäre es für mich natürlich wichtig, wenn ich mich auf die anderen verlassen könnte. Das kann ich leider nicht. Beziehungsweise sie melden sich bei mir nicht oder irgendwie technische Defekte. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich an ihnen liegt oder an Skype oder was auch immer, warum da nichts funktioniert. Aber nun gut, ich habe es oft genug versucht, aber keiner meldet sich. Falls Troy dieses Video hier sieht, kann er sich ja melden. Ich werde natürlich versuchen, hin und wieder doch noch was auf dem Zockersofa hochzuladen, wenn es mir dann auch gelingt, etwas aufzunehmen, also ein Longplay oder so. Aber jetzt vorerst würde ich mich nicht darauf einstellen, dass da jetzt auf dem Zockersofa wirklich Videos kommen. Wie gesagt, es tut mir leid, aber geht nicht anders. Und wenn euch die Promoting-Aktionen noch interessieren, dann könnt ihr auf meinen Hauptkanal gehen, The Uncle Wolf. Da findet ihr immer wieder mal was, wodurch ich kleinere YouTuber oder auch größere unterstütze oder versuche zu unterstützen. Und ja, wie gesagt, guckt in die Videobeschreibung, dort seht ihr auch nochmal Informationen und meine anderen Kanäle. Das war das kleine Update, die kleine Information für das Zockersofa. Ich bin The Uncle Wolf. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.